Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir Ab Eterno. Und das ist noch nicht das finale Spiel, sondern nur eine Demo auf einem Schießstand. Und wir haben Waffen, die wir... Also später soll das ein Survival-Hardcore-Spiel werden. Und wir können Waffen extrem realistisch physikalisch nachladen. Einzelne Patronen können wir da rein und basteln und all so ein Zeug. Dann hast du noch ein Feuerzeug, das musst du extra so aufschnippen. Und also das ist nur eine ganz frühe Demo auf jeden Fall. Vielen Dank an den Slim Beats, dass er mir das empfohlen hat zum Zeigen. Mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich zocke das übrigens mit der Pimax 5K Super auf 180 Hertz. Sehr, sehr geile Erfahrung. Alle Infos zu den Pimax-Headsets findet ihr in der Beschreibung, wenn ihr da daran Interesse habt. Vielen Dank natürlich auch an meine Sponsoren Woodghost VR, Opperman Events, Virtual Escape, Slim Beats, Jane Design Media und VRock Prescription Lenses. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Ich habe schon ein bisschen rumprobiert, ich habe ein bisschen Krempel gemacht. Also das ist eher so noch eine Tech-Demo, ja. Also das ist alles zum Ausprobieren noch gedacht. Aber das ist schon wirklich sehr, sehr cool. Also ich kann euch mal so ein paar Waffen zeigen hier. Manchmal ist es noch ein bisschen schwierig, die aufzuheben. Das ist manchmal ein bisschen komisch hier, weil das alles physikalisch wirklich ziemlich korrekt ist. So, wir... haben hier kein Magazin drin, wie wir sehen. Wir holen hier mal eins. Tun das hier rein. Einmal durchladen. Und dann müssen wir aber auch noch entsichern. Seht ihr das? Das machen wir auf dem A-Knopf. Und jetzt können wir hier... Wenn wir das hinkriegen würden... gar nicht so einfach zu ziehen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie ihr das jetzt gerade seht, weil denn der nimmt ja manchmal ein anderes Auge auf, das sehe ich jetzt gerade nicht. Auf dem B-Knopf können wir das leere Magazin hier wieder rauswerfen und können dann wieder ein neues einladen. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Ne? Boah, das ist krass. So, jetzt haben wir diese Kuh. Hier ist übrigens nichts drin in diesen Schubladen. Keine Ahnung, ob da später noch irgendwann was reinkommt. Achso, übrigens, ich zocke das gerade mit der Pimax 5K Super auf 180 Hertz. Und das ist, gut, bei euch ist das natürlich schwierig, weil ihr auf YouTube natürlich nicht so viele Bilder pro Sekunde seht, aber das ist schon sehr, sehr smooth, ja. Also, oh, das ist so schön smooth. Also, wenn ihr eine Brille haben wollt mit sehr, sehr viel Hertz, die 5K Super kann halt in der Beta-Version 180 krasse Hertz. So. Mit diesen Aufsätzen, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz kapiert, weil auf die kann man das ja wohl nicht drauf machen. Das ist wahrscheinlich für andere Waffen gedacht. So kann ich das auf jeden Fall... Wir können das übrigens in beide Hände nehmen, das finde ich schon geil. Ich mache das mal ab hier. Und dann... Zack. Na? Manchmal. So, jetzt habe ich es entsichert. Ich weiß gar nicht, wo man das an der Waffe hier sieht, wo das entsichert ist, ehrlich gesagt. Ah, hier, okay. Ja, so ist gesichert. Ja, ich glaube, so ist dann Dauerfeuer und so ist Einzelschuss. Genau, wenn man das mit zwei Händen festhält, geht es natürlich dann auch noch besser. Geil, oder? Also ich finde das schon wirklich toll gemacht. Hier sind übrigens noch so Anzeigen, mit denen ich mir noch gar nichts anfangen kann. Vitals, wahrscheinlich wird das später auch noch damit reinzählen. Wir können übrigens hier Enten rufen. Achtung! Scheiße! Wie gesagt, das ist nicht so einfach. Yeah! So sieht's aus. So, da habe ich euch das auch mal gezeigt. Achso, hier die Waffe habe ich noch gar nicht ausprobiert. Die können wir auch mal ausprobieren. Vielleicht können wir hier... So dieses...
Kann das da draußen? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall kann man das hier irgendwie auf die Waffen dran machen. Boah, jetzt muss ich aber mal gucken, wie das hier geht. Oh! Ja, da tut man doch Einzelschuss rein, oder? Da bin ich jetzt total. Da ist schon. Ach, das ist schon drin, okay. Gott, oh Gott, das treffe ich im Leben nicht. Aber das ist schon geil, wie diese Waffen zu handeln sind. Das macht schon richtig Bock. Ich muss mal gerade mal. Ich schieße das mal kurz leer. Ist das immer noch nicht? So, jetzt. Ah, jetzt können wir das, glaube ich, da oben. Genau, reintun. Macht er das jetzt? Ah, ja. Na? So, ne? Ja, geil. Also das mit dem Nachladen und so, das ist alles schon sehr, sehr cool gemacht. Was ich nicht kapiert habe bis jetzt, ist, wie man... Ah, doch! Man muss nur das Passende finden. Ah, jetzt haben wir ein Fernrohr. Ja, jetzt müssen wir die anderen halt nochmal. Boah! Holy shit! Waren da... Sind doch irgendwo Leute, ne? Ja, ganz großes Kino. Das sollte man vorher auch noch. Habe ich ihn getroffen? Nö. Aber ich finde es mega cool gemacht, ja. Also das kann schon, was zeige ich gleich. Guck mal hier. Guck mal hier. Das ist der Knaller, ey. So, liegen. Oh. Schön liegen bleiben. So, muss ein bisschen höher zielen. Feuer! Ein bisschen höher ziehen. Ich habe es gerade noch gesagt. Ist das Ding runtergefallen oder was? Noch höher. Sagen wir mal so. Feuer! Scheiße. Komm, einen Versuch haben wir noch. Wo ist das Ding? Hier. Also ich finde es cool gemacht. Klar ist das natürlich noch nicht fertig und so, ne? Aber ich glaube, das kann später schon was werden. Vom Realismus zumindest. Heia! Scheiße. Ach, leck mich doch. Hier kannst du irgendwie noch deine eigenen Dateien hier reinhängen. VHS-Kassetten und so ein Kram. TV. Hier kannst du noch Basketball spielen ein bisschen. Also, wie gesagt, physikalisch ist das schon alles ziemlich cool gemacht. Ja. Hier kannst du noch Spraydosen, wobei die irgendwie nicht... Sprayen, also keine Ahnung, was damit los ist. Dosen. Hier kannst du noch ein Feuerzeug anmachen. Auch cool, hier musst du das dann so aufschnippen und dann anzünden. Moment mal kurz. Ach so. So ist das gemeint. Warte, hier ist noch Feuer. Warte mal. Ich leg das mal kurz hier hin. Hier ist nämlich noch das hier. Ja, so geht das. Ich habe das ja schon vorher auf dem englischen Kanal ein bisschen gezockt. Und da wusste ich nicht, wie das Feuer angeht. Jetzt weiß ich's. Geil, oder? Hier ist übrigens noch so ein Zahlencode für diese Tür. Ich weiß allerdings nicht, wie man da reinkommt oder sonst irgendwas. Hier kannst du noch Dart spielen. Immerhin. Und das hier ist halt auch richtig geil. Hier musst du den Munition herstellen lassen. Drückst hier drauf. Und dann macht er die Munition. Zack. Zack. Und jetzt, die kannst du hier auch... Oh, shit. Oh, ja, das mit dem Aufheben ist immer noch so ein bisschen frickelig. Kannst du sie hier an der Seite... Kannst du die reintun. Der macht immer zwei. Oh,
Ach so, man kann auch mehrere machen. Jetzt macht er dann wahrscheinlich 4, ne? 2, genau. Was kann man denn hier noch ändern? Alles. Was ist das jetzt? Ist der dickere oder was? Ah, guck mal, jetzt macht er andere. Wie cool. So. Kurz fallen lassen, ich muss das in die andere Hand nehmen. Jetzt drücken wir B, dann macht er das hier auf. Und dann tun wir das da. Jetzt habe ich die roten. Das weiß ich jetzt auch nicht, was das ist. Dann einmal so zack zuschnappen lassen. Und dann, komm mal hier, die Viecher mal holen. Komm. Yes! Yes! Geil, oder? Also ich finde, das ist schon super realistisch gemacht hier, wie man diese Waffen benutzt. So. So sieht's nämlich aus. Jetzt ist Ruhe hier. Geil, oder? Also ich finde es wirklich sehr realistisch gemacht. Ist jetzt mal Ruhe? Man trifft die irgendwie immer. Nee, auf jeden Fall bin ich gespannt, was die später aus diesem Spiel machen. Also der Realismusgrad ist sehr, sehr gut gelungen in meinen Augen. Ja, also mit den Add-ons von den Waffen und Mods und weiß der Geier was. Hier ist übrigens auch noch so eine Anzeige mit Vitals. Wie das später dann noch reinkommt, werden wir dann sehen. Ich finde es aber so vom Handling sehr, sehr gut gelungen und ich freue mich auf jeden Fall, was da rauskommt. Das können wir übrigens hier auch auf Nacht noch umstellen, aber das macht jetzt auch, ne? Ach, das macht jetzt auch nicht so den riesen Unterschied, ne? Ja, so sieht's aus. Das wollte ich euch mal zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Ja, ab Eterno, Leute. Wenn man hier die Screenshots anguckt, dann sind die in einer anderen Location, als ich gerade war. Ich weiß jetzt nicht, welche Version ich da hatte. Was ist das denn? Jetzt will der ein Update machen. Gibt jetzt kein Update. wenn man hier nämlich auf jetzt spielen geht, dann kriegt man die Version, die ich jetzt hier habe. Ob man da irgendwie noch weiterkommt, weiß ich nicht, weil hier werden dann zum Beispiel auch noch Munition hergestellt selber und man hat so eine Werkbank. Also das ist alles schon wirklich physikalisch sehr, sehr geil gemacht, ja. Die haben ja auch unten noch diesen Handheld schon. Da kann man auch noch Sachen mitmachen. Hier unten Wasser. Also wir haben bei weitem noch nicht alles hier gesehen, aber ich finde, dass dieser erste Playtest ist schon sehr geil gelungen. Also das Handling von den Waffen fühlt sich so realistisch an, das mit den Add-ons da drauf und das Nachladen, die einzelnen Kugeln, das ist schon wirklich toll gemacht. Und dann mit dem Feuer, mit dem Flammenwerfer, ja, also mit der Spraydose, das kann schon was. Ich hoffe, dass sie da wirklich eine richtig geile ein richtig geiles Spiel draus machen. Ne? Das soll ja ein Story-Driven Hardcore-Survival werden. Ja? Und da bin ich wirklich gespannt. Ja? Wir haben ja auch gerade schon diese Dosen da zum Essen gesehen, da wird es wahrscheinlich auch drum gehen. Ja, hat mir aber sehr gefallen und ich werde, sobald das Spiel dann rauskommt, hier steht 2022, da werde ich das dann sicherlich nochmal testen, wenn es dann den vollen Umfang hat. Sehr, sehr geil. Und ja, hat mir auf jeden Fall gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de